Zwischen 1941 und 1945 wurden zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Juden systematisch von den Deutschen ermordet. Bereits viele Jahre zuvor waren Juden in Deutschland systematisch verfolgt, vertrieben und enteignet worden. Auch Roma wurden systematisch verfolgt und Hunderttausende wurden ermordet. Hier ist ein Bild, wie Roma in Südwestdeutschland im Mai 1940 am helllichten Tage deportiert werden. Wir werden uns heute einmal mit der anderen Seite, mit den Zuschauern rechts im Bild beschäftigen. Während in Deutschland für über ein Jahrzehnt und teils im unvergleichlich industriellen Maßstab ein ungeheurer Massenmord verübt wurde, sah ein Großteil der Bevölkerung einfach zu oder machte mit. Aber vielleicht gehörten deine Urgroßeltern ja zu den wenigen Helden. Statistisch gesehen waren nur die allerwenigsten Vorfahren unserer Zuschauer Helfer der verfolgten Juden oder anderer Minderheiten. Laut historischen Schätzungen gab es zwischen 20.000 und 200.000 Deutsche, die potenziellen Opfern der NS-Verbrechen tatsächlich geholfen haben. Nimmt man letztere Zahl, macht das bei 70 Millionen Deutschen um 1938 eine Heldenquote von 0,3%. Und die 200.000 sind dabei wohl sehr optimistisch geschätzt. Bei einer groß angelegten Umfrage der Universität Bielefeld gaben jedoch 18% der Befragten an, ihre Vorfahren hätten potenziellen Opfern geholfen. Beispielsweise, indem sie Juden versteckt hätten. Gleichzeitig gaben ebenfalls um die 18% an, ihre Vorfahren seien Täter im Zweiten Weltkrieg gewesen. Wer Täter war, wurde wohl nicht präzise definiert. Jemand, der nur zugeschaut hat, vielleicht aus Angst vor den Nazis, ist natürlich weniger schuldig als ein Offizier der SS. Insofern lässt die Studie hier viel Raum für Interpretation. Hier muss man fairerweise auch noch anmerken, dass einige Befragte unter den jeweils 18% am Telefon vielleicht etwas sozial Erwünschtes gesagt oder die Fragen falsch interpretiert haben. Trotzdem würde das genauso viele Täter wie Helden bedeuten, was natürlich nicht stimmt. Was passiert hier also? Es scheint, als würde sich unsere Erinnerungskultur in einem Zwiespalt befinden. Große Mehrheiten der Befragten halten den Holocaust einerseits für das wichtigste Thema des Geschichtsunterrichtes, um eine Rückkehr des Nationalsozialismus zu verhindern und um über den Schaden, den Rassismus anrichtet, aufzuklären. Gleichzeitig befindet sich eine beträchtliche Zahl der Leute hierzulande anscheinend in einem Irrtum darüber, wie ihre Vorfahren sich während des Holocaust verhalten haben. Es kann natürlich sein, dass einzelne Familienmitglieder oder entfernte Verwandte tatsächlich Helfer waren. Diese Geschichten werden dann vielleicht gerne erzählt. Die Chance ist aber weitaus höher, dass der Großteil der Familie zu den Zuschauern gehörte, zu den Deutschen, die von den großen Gewaltzusammenhängen der systematischen Verfolgung profitierten. Familiäre Tragödien wie eine russische Kriegsgefangenschaft oder einem Krieg erschossener Bruder überschatten diese unangenehme Wahrheit vielleicht. Die allerwenigsten Deutschen wissen in dieser Hinsicht wirklich über ihre Familiengeschichte Bescheid. Vor allem jüngere Menschen wissen einfach nicht, ob Uropa und Uroma die Juden auch gehasst haben. Dazu kommt eventuell der verständliche Wunsch, dass die eigenen Vorfahren in der dunkelsten Stunde moralisch gehandelt haben. Trotzdem richten solche potenziellen Erinnerungslücken Schaden an, weil sie von der Erkenntnis abbringen, dass dem Holocaust ein größerer gesellschaftlicher Zusammenhang vorherging. Nicht nur die Wärter in Auschwitz waren Antisemiten. Das kann wiederum zu einer bequemen Position für den Einzelnen führen. Klar, das war schrecklich, aber meine Familie hatte da nichts mit zu tun. Klar, vielleicht stand die Uroma nur rechts am Straßenrand. Zugeschaut hat sie trotzdem. Der Holocaust ist ein essentieller Teil der deutschen Identität. Wer sich gerne mit Kant und Beethoven identifiziert, muss auch die Verantwortung wahrnehmen, die aus der Shoah erwächst. Gerne argumentieren manche Politiker, Deutschland würde in eine Schuld gezwungen, dürfe nicht stolz sein. Den Deutschen wird ein lähmendes Schuldgefühl angedichtet. Dabei fühlen sich laut der Umfrage der Uni Bielefeld nur die wenigsten schuldig für die Verbrechen. Müssen sie ja auch nicht. Es ist eher unsinnig, ein Schuldgefühl für etwas zu entwickeln, an dem man selbst in keinster Weise beteiligt war. Der behauptete Schuldkult ist empirisch nicht haltbar. Über die Hälfte der Befragten stimmte allerdings der Aussage zu, die Deutschen hätten wegen der Zeit des Nationalsozialismus eine besondere moralische Verantwortung. Und darum geht es letztlich.
Wir erinnern uns nicht an den Holocaust, damit wir uns alle schuldig fühlen können. Wir erinnern uns, damit jedem klar wird, wie aus der Schuld von damals Verantwortung für die Zukunft erwächst. Dieser Verantwortung folgend sollten wir also aufpassen, dass sich keine bequemen Lücken in unserer Erinnerung bilden. Auch individuelle, familiäre Geschichte ist Teil des gesamten Bildes. Cheers! Yo, wir hoffen wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst einen Daumen da, wenn ja, und schreibt uns wie immer in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Bitte bleibt gerade bei einem Thema wie diesem differenziert und respektvoll in den Kommentaren.